Wir sehen, dass Berlin ungebrochen weiter wachsen wird. Es wird weiter sehr, sehr interessante Firmen aus dieser Stadt geben. Und es kommen Investoren aus der ganzen Welt, um hier auch erfolgreiche Startups mit zu begleiten. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Anzahl entstanden. Also diese Anzahl, die Sie nennen, ist ja erst in den letzten 12 Monaten im Wesentlichen hier in Berlin gestartet. So jetzt, dass diese privaten Fonds beweisen müssen, ob sie auch gute Auswahl treffen und gut eben die Startups bis zum Exit begleiten können. Die Gefahr besteht schon, dass eben die Unternehmer zu hohe Bewertungen versuchen durchzusetzen und es dann eben die privaten und die öffentlichen Venture Capital Fonds am Ende kein Geld mehr verdienen. Und dann geht es voll in die falsche Richtung. Also viele tolle Firmen, die Weltmarktführer geworden sind. Und mein besonderer Wunsch ist, dass wir wieder eine Börse bekommen, eben vielleicht eine Berliner Börse, die sich explizit um Technologie und innovative Unternehmen kümmert.